möchte den Laptop hier ablegen. Helle ist nicht gut gelaunt, weswegen ich glaube, ich gerade nichts machen kann. Das ist plot. Das ist plot. Stehst du schon? Nein, du nimmst ein Bad. Gut, dann kannst du gleich Abendessen servieren. Nein, ist... Ah! So. Erbsalat, so. Und Vorspulen. Wer schaut da noch drin? Ja, aber jetzt geht er auch schlafen. Beweg dich. Komm, schneller. Hopp, hopp. Gerade am Ausrechnen, wie lange ich schon aufnehme. Schon 30 Minuten, gut. Geh dann schlafen, wenn du müde bist. Genau, genau. Das sagte ich doch gerade. Ah. Er ist wieder wach. Na, achso, gegessen hast du schon. Gut, Elderchen. Elderchen. Ich möchte gerne Schach spielen, da ist es. Aber das ist mal ein cooler Fund gewesen von Dunkel. Logik verbessern, dann das Buch rausnehmen. Denn einmal hatte ich schon mal was gefunden, aber es war nur ein Gartenzwerg. Ah, der hat viel eingebracht, irgendwie 1000. Irgendjemand wird angerufen. Wer wird angerufen? Wer ist das? Ich glaube, sie ist es. Ja, ist es. Dann geh mal ran. Gott. Fahrgemeinschaft fährt gleich los, Schulbus kommt gleich. Ach, das andere ist es. Das hier. Ja. Ausgepowert für Sophia. Sophia. Gott. Busch. Die Leute im Fitnessstudio würden gerne sehen, ob du auch wirklich den letzten aus dir rausholen und so lange trainieren kannst, bis du total ermüdet bist. Wenn du es schaffst, belohnen sie dich mit einem hübschen Stange-Cake. Allerdings solltest du dich damit nicht verletzen. Trainiere, bis du zweimal ermüdet bist und kehre dann zum Stadion zurück, um dir eine Belohnung abzuholen. Okay. Nehmen wir einfach mal an. So. Partner. Er muss sich bei seinem Partner noch ein bisschen einschleimen. Okay. Ah, das schafft er. Wer ist da wach geworden? Er. Ja, er ist wach geworden. Wir spulen mal wieder ein bisschen vor. Schulbus kommt. Und du musst zur Arbeit. Ach, sie wird angerufen. Lockvogel ist sie. Der Supermarkt sucht Angler aus der Nachbarschaft, die bereit sind, Fische für die Abteilung Kiemen und Schuppen zu fangen. Fange 3 Fische und verkauf sie an den Supermarkt, um dir etwas dazu zu verdienen. Tja, und das könnten wir sofort abgeben. Und danach kann sie gerne essen. Lese ich gleich vor. Im Geschäft Buchhandlung Bücherwurm findet die Ausverkauf statt. Alle Produkte sind um 50% runtergesetzt. Das Angebot läuft noch. Alles sind hier. Ja, ich bin Procre. Ich vermische 1000 Wörter in eins. Habt ihr es gemerkt? Könnt ihr sowas? Genau, jetzt machen wir hier später eine Hausaufgaben sitzen. Und mit Pater unterhalten. Damit wir Partner auch bekommen. Aber er schläft in der Ruhe aus. Er geht gleich extrem dusche. Extrem sauber. Sämtliches Geschirr im Geblapp aufräumen. Nein, fahr jetzt dahin. Haushaltshilfe einstellen, vergiss es. Auch wenn wir Kohle haben, vergiss es. Er ist wach geworden, er geht jetzt duschen und danach gibt es schon was lecker Hababa. Nein, du. Echt? Die Fische, die du gefangen hast, waren absolut frisch und lecker. Der Supermarkt ist dankbar für deine Hilfe und freut sich, dass es
lokale Fischerlieferprogramm so gut läuft. Hier nimm dein Geld und hol noch ein paar Leckerbissen aus dem Wasser. Du hast Hunger und setz dich vor den Fernseher. Und du hast auch Hunger und setz dich auch vor den Fernseher. Mm. Wie viel hat sie jetzt verdient? Ich habe es nicht so mitbekommen. Dunkel ist ein begabter Köcher und sollte ihren Köchfähigkeiten somit in 0,6 perfektioniert haben. Fahre mit der Maus über den Eintrag in der Symbologie, um die Vorteile des einzelnen Merkmals zu erfahren. Tja, irgendwie keine Ahnung, warum ich gerade so komisch lese, so, um darüber mehr zu erfahren. Nach Frankreich begeben, sie hat Hunger. Sie hat Hunger Durst. So, er schreibt gleich weiter. Gänsepastete. Und jetzt spulen wir mal wieder mit Wir spulen wieder ein bisschen vor. Sie kann ja jetzt mal Haus säubern. Und mach dir gar nicht selber. Er schreibt. Sie unterhalten sich. Fernsehen. Hat hier nicht noch irgendwie was Tolles? Du begabte Köchin. Ich möchte mal was überprüfen. Und zwar ist ja das Restaurant hier. Gericht einrechnen. Ach, da muss ein Gericht im Inventar sein. Ach so, okay. Gut, dann machen wir das jetzt so. Wir haben das und ziehen das hier rein. Gericht einreichen. Nach Frankreich begeben. Mal ermüdet sein. Zweimal ermüdet sein. Ach so. Beschwerde anhören, bla bla bla. So. Ja, Fahrgemeinschaft fährt gleich los. Bla bla. Über Grenzen, die ist wohl. Achso, zweimal ermüdet sein. Achso, okay. Dann geht das erst leider später. Gut. Sonst nichts. Gut. Er schreibt weiter. Sie haben sich unterhalten. Sie putzt das Haus. Er arbeitet. Dann spulen wir mal wieder vor. Oh, ein Telefon. Nach der Schule geht Holly oder bla. Die Schule in Ägypten braucht mehr ausländische Bücher, damit die Schüler noch mehr über andere Kulturen lernen. Sie haben dich gebeten, eines deiner Bücher zu spenden. Cool, jetzt müssen wir also mit ihm nach Ägypten. Ja. Und dort spenden. Okay. Machen wir gleich. Er hat neue Hausaufgaben bekommen. Ja. Hausaufgaben machen. Sie macht das Haus sauber. Er hat wieder ein bisschen Kohle verdient. Er kommt. Ach, Mann, ich hasse das mal, wenn es mir passiert. Herzlichen Glückwunsch, dein Essen hat die Kampfrichter und alle anderen Kandidaten glatt über den Socken und aus den Socken gehauen. Dieses Geldpreis hat dir zu. Hast du dir redlich verdient? Gott, meine Sprache ist gerade voll aus dem Ruder gelaufen. Und du hast voll das Geld verdient, ja, er macht gerade rausgekommen, da hinten sitzt er. Die arbeiten. So. Was haben wir gerade? Keine Ahnung. Steht nicht hier. Ich glaube, Klassik ist das. So. Aha, Helle. Nee, nicht Helle, Holly. Bitten zu gehen, Holly. Dunkel verliebt umarmen. Da ist ein Symbol. Ach, eine Badewanne. Auch die Hausaufgaben.
Nicht die Lampe, der Computer daneben, genau, schreiben. Zukunft Nord weiterschreiben. Du gehst. Du gehen tun. Ach, die Frau, genau. Sie hat ja ihr Laptop. Ach, habe ich gerade irgendwie voll vergessen.